Mike muss bald ins Bett, du musst morgen wieder früh raus. User disconnected from your channel. Wirklich? Das ist so ein Vogel, Alter, ganz ehrlich, Alter. Das kannst du nicht mal sagen, komm zurück, Alter. Hört er ja nicht. Das ist manchmal so ein Mädchen, ne? Was ist denn der Pisser jetzt? Ich bin rausgegangen komplett. Saft. Ja, Mann. Ist ernst? Aber wie ich das erste Mal online kam mit Mike, hab ich gefragt, und wie war dein Arbeitstag? Was für ein Arbeitstag? Ja, drum ja. Das ist meine erste Frage, weil ich mir hab den heute auch nicht gefragt, ob mit mir einen wunderbaren Kaffee trinken geht. Das ist ja eine Schweinerei. Mich nicht, dann hab ich ihn angerufen. Mike. Ja, ja. Ich hab mit dem kurz telefoniert, dann war ich gerade auf dem Weg nach Hause. Ja, ich bin auch gerade zu Hause, ich war heute schon draußen und ich war bei Rewe, hab eingekauft, ich selbst mit mir einen Kaffee trinken können. Ich geh doch heute nicht raus. So ein Spast, ey. Also wie mit Samstag, dass er das die ganze Zeit abstreitet, ja? Ach, der wird schon kommen, der wird schon kommen. Egal, ich komme auch alleine zu dir hoch. Jo. Hört mich doch nicht. Wo ist er? Vielleicht wäre sich vielleicht... Komm rein hier. Vielleicht sehe ich ja wieder irgendeinen von meinen Ex-Freunden. Du hast gesagt. Bleibt da denn? Er liegt auf der Couch. Bewegt deinen Arsch von deiner Couch runter, Alter. Guck mal an den PC, Alter. Jetzt vielleicht nochmal ein Bitte hinterherhängen sollen. Warte. Bitte, lieber Mike. Wie lange willst du jetzt warten? Dann fick, Digga, der wird auf deiner scheiß Couch sitzen, Alter. Dann gesagt. Schleim kannst du woanders. Nee? Schleimen kann ich woanders. Und? Seine Speckrollen in Bewegung setzen, Mann.
user joined your channel. Ja, dann ist er aggressiv, Mann. Ich mal nett zu dir, verstehst du, dann kommt sie so, Alter. Durfte ich erstmal das Ladebildschirm hier abwarten? Oh mein. Wenn er sagt, du nicht sollst ins Bett gehen? Hab ich gar nicht gesagt. Du hast gesagt, ich muss ins Bett gehen, muss morgen früh wieder raus. Hab ich gar nicht. Ich hab gesagt, du musst bald ins Bett, du musst morgen wieder früh raus. Ja, dann versuch mal deinen Ton, deine Tonwahl jetzt kommt deutlicher machen. Irgendwie schmeckt der Alkohol heute nicht, Jungmann. Meiner Wanne ist alles. Unfassbar. Alter, warum habe ich meine Maske nicht mehr auf? Boss. You do know that I've got 2 degrees. Einladung. Mann, wird doch mal ganz ruhig, Junge. Alter, meine Maske mit der Frau ist nicht mehr da. Okay. We gotta make some deals? Passiert mal wieder nichts. Ah, jetzt. Ich bin drauf. Doch, auf Mike. There's the boss. Seine Lobby. Wo hängst du denn? In meinem CSO-Büro. It's bullshit. Dein Ernstfeind nimmt wieder an, er seine Sitzung schalten. Fuck off!
ein bisschen schwul anhört. Du bist jetzt in deinem Büro da sitzen bleiben oder was? Nee, wir bleiben beschickt oder was? Nö. Ja. Was soll ich denn warten? Ja. Also Gras, ja. Wäre Gras drin. Hast du die neue Waffe schon drin oder muss man die kaufen? Nee, musst du kaufen. Ich hab mit der Polizei gespielt. Oder zum Graslaubohr kommen. Lad mich doch einfach ein, Junge. Nö, kurz wieder weg. Lad mich beim nächsten Labor ein, ganz einfach. Liegt da einfach hin? Aber seid ihr irgendwie Leute zu kisch? Muss ich mich als CEO bra. Ich bin jetzt beim Waffenladen. Bei welchem? Na, da beim Graslabor. Beim Graslabor. Wo ist denn beim Graslabor ein Waffenladen? Was soll denn? Wo ist das? Von dem Schatz zwei Waffen, wa? Ja. Ganz schön teuer. Ja, ein bisschen. Die Polizei, Mann! Ah, oh, jetzt sind wir. Ach, da unten bist du. Ui. Also die Große ist schon mega OP eigentlich. Deine Wichser, Alter. Da war ein Helikopter hinter dir. Helikopterschuld.
Tschüss. Da der Bombe mal. Ja, Kia. Schießt denn hier auf mich? Da gibt er den Schwein. Was, die Bullen? Ja, Mann. Der Typ hat einen Hubschrauber auf dem Dach. Schießt du auf mich, das Ding? Oh, Mann, geh doch mal weg da! Geh doch mal weg, warum schießt du auf mich, Alter? Du bist nicht ganz dicht. Da sind Polizisten! Ja, natürlich. Siehst du die da hinter dir nicht? Da sind keine Bullen, ich guck sogar hin, Alter. Da in der Hausecke waren Polizisten. Naja, so doll sind die Waffen ja nicht, wa? Aber den Hubschrauber, den habe ich noch gekriegt, Alter. Mike ist gestorben. Ja, so doll sind die Waffen ja nicht, wa? Wiederholst dich. Wollte eine Antwort von dir haben. Von mir? Nee, von denen, der neben dir sitzt. Schatz, Antwort. Antwort. Keine Ahnung. Gib einfach eine Antwort. Da geht doch. Bin's ja wohl raus da. Hey, it's LJT. He's got bales of high-grade San Andreas crystal sitting on the factory floor awaiting them. Go moldy. So much, in fact, that we can't harvest anymore. So sell something and get this moving. Du kannst ja nicht räumen, Fahrzeuge, oder was? Nee. Fick dich doch, Alter. Wo willst du hin? Im Bunker. Weil hab mir einen Affen entschieden.
Machen wir ein Labor in Ruhe? Willst du Auto? Auto? Ja. Warum Auto? Wir haben einen Hub. Achso, wieder nicht mehr. Haben Sie einen speziellen Wunsch? Ist mir egal. Ist mir egal, habe ich leider nicht. You calling for some wheels? I'm Johnny on the spot. I'll hook you up. Lach doch mal, Mann. Das war aber kein tolles Lachen. Du hast gesagt, lach doch mal. Das war kein Lachen. Du hast gesagt, nicht wie. So, da ich jetzt beim Auto bestellen war gerade und ich nicht konnte, ist kein Auto da. Ja, dann rufst du jetzt so. Nö, ruf nur. Meins haben die Pläne jetzt nicht mal. Und? Auto da? Ja. Meine haben die Bullen. Alter, du hast doch mehr als ein Auto. Ein Auto steht's doch. Warte. Noch in die Scheibe. Ja, gut. Nein. Muss ich jetzt einen Punkt machen oder was? Alter, wenn ich mit dem Rollator fahre, bin ich schneller, Alter. Wir dürfen bei Alice auch nicht mehr so schneller fahren. Was ist mit Alice? Wir dürfen bei Alice auch nicht mehr fahren und wir sind gerade hier im Ding. Ja, dann mach einen Mod rein, dann geht los. Sag mal. Alter, dann fahr doch mal schneller, Alter. Sind das schon da? Ja. Lauf doch einfach mal die drei Stufen hoch, du hässlicher Homo. Da. Dein Ernst jetzt? Guck mal, Alice! Landschaftssimulator. Warum haben wir die Polizei? Weil du so langsam gefahren bist. Aha. Also alle sind voll außer hier das eine da oben. What can I help you with? Heißt das eine da oben? Give me a call back when simple decisions don't freak you out so much. Meth. Ja.
Hallo. Jetzt ist es nicht mehr so langsam, ja? Ups. Nein. Bahn unter Alkoholeinfluss. Guck mal, was? Wie er rast, Alter. Bahn unter Alkoholeinfluss. Ich? Fahren mit Alkoholeinfluss. Komm ich hinterher. Fahren mit Alkohol. Im Blut. Gott sei Dank sitzt er nicht hinterm richtigen Steuer. Kann ich dir sagen. Kannst du mir sagen? Kann ich dir sagen. Er hat eine komische Aussprache heute, oder? Irgendwie. Kannst du da eine Kuba Libre nicht gekommen oder so? Fehlen noch welche. Boah, Frank, du hast Glück, Bunker ist nur leer. Wir sagen, komm her, ich hab noch genug. Aber da musst du Cola mitbringen. Hab ich nicht. Pepsi? Ja. Ich kann mit Pepsi mischen. Die Mom Sputz zeigt die richtige Anime-Karte, weil die mir Pepsi drin gemacht hat. Ja. Big Boy Cola. Schlecker. Schlecker ist das. Nee. Bin zuhört, Frank. Ja, der Bunker ist nicht voll. Ja, zum Glück ja. Finde ich gut. Toll. Eben mir doch die Ofen, sagt man. Genau. Ich freue mich auch hier, Mann. Heute noch mal raus. Liegt da jetzt eine Haftmine oder eine andere? Ich hab keine Haftmine mehr, Mann. Komm her jetzt hier! Der Mike ist voll, Alter, merkst du das? Ey, du hast aber was Gutes getrunken. Ja. Und Sprung! Moment, ich glaube, wir sind mal auf Toilette. Ja, der muss ja runterkommen. Ich hab mir ein BH gestellt. Der ist da so dusselig manchmal, Alter.
Ich brauche noch Schmerztablette. Direkt noch mehr Dos bekommen, Mann. Auf was? Der Whisky. Echt? Das schmeckt dir wirklich so gut? Ja. Aber ich hab zu viel Whisky drin gemacht diesmal, deswegen hat er nicht so geschmeckt. Die Flasche nicht mehr hochgekriegt. So mit den so wie mit den Stroh 80 finde ich, da darfst du auch nicht so viel reinmachen. Weiß ich nicht. Ich trinke das ja nicht. Ja. Wenn ich den Abend mit deinem Bruder erinnern tust, weißt du, wie ich mich geschüttelt habe. Ey komm, da hast du den aber auch reingekippt innerhalb von 5 Minuten. Ja, aber ich habe selber noch gesagt, sollen sie noch Cola rückkippen. Ja, da tut mir leid, wenn wir vorher mit dir trinken und mit deinem Bruder passiert und ich da 5 Stunden im Krankenhaus sitzen muss, halb schlafen, ja, werde ich ja eigentlich gut rausgekommen. Ich habe mir den Abend so vorgestellt. Alle gut für dich. Ach, das stimmt, aber ich hab gedacht, mit Stroh 18 mache ich meinen Pegel wieder irgendwie, sofort. Irgendwie immer noch mal, wenn wir so drüber reden, denke ich mir, Alter, entweder wäre ich zu Hause geblieben, am liebsten. Dann denke ich mir eigentlich, und Mike sitzt mit mir die halbe Nacht im Krankenhaus, um ihn neben dem Bruder nach Hause zu kriegen. Ja. So leicht schlechte die wissen. Ach, das ist schlimmer, du bist oder? Auch halten sein müssen. Ja, das ist richtig. Kann Spaten jetzt ja einfach mal zusammenreißen können. Ja, das ist richtig, hätte nicht sein müssen, aber kann man ja halt nicht ändern jetzt, oder? Aber du kennst ja, ich hab mich da noch nicht so. Aber trotzdem hab ich gedacht, mit Stroh 80 krieg mein Pegel wieder hoch, aber hat nicht funktioniert. Nee, ich glaube, diese ganze Aufregung und so alles, was da drumherum dann so passiert ist, ich glaube, das war einfach teilweise zu viel. Ja, der Adrenalin, wo dein Bruder das gemacht hat, war einfach zu hoch, weil, wie du ja schon gesagt hast, du konntest ja deinen Bruder in dem Moment nicht einschätzen, und ich ja auch nicht. So hab ich den ewig nicht mehr gesehen. Ich hab auch mal im Moment gerechnet, was da mich auch anfasst, weißt du? Ja, ich denke ich auch. Weil der ist ja eigentlich auf jeden pissig denn gewesen. Ja, aber hast ja gesehen, bei mir komischerweise ja nicht. Ist nicht. Ja, der hat dann immer so eine. Ich kann mich ja nur noch an das letzte Mal erinnern, wo ich ihn ja so gesehen habe, also jetzt nicht mit uns gehen. Sondern davor viel zu weit. Hatte ja auch nur damals Scorpi an sich rangelassen, keinen anderen. Okay. Keinen anderen aus der Familie hat da rangelassen, nur Scorpi. Ich weiß auch nicht warum, ich weiß bis heute nicht warum. Hm. Wie ist? Dadurch jede Zeit rechnen musste, was da mich auch anfasst, war ja natürlich gefühlsmäßig anders, weißt du? Und da war der Eiko dann schnell wieder raus. Warte nochmal. Ich hab gesagt, das Gefühl, was da im Moment, oder damit rechnen, was er mich auch anfasst, hast du natürlich einen anderen Adrenalin. Und da ist der Eiko schnell wieder raus, ja. 5,1 Kilometer. Okay. Wisst ihr, wie die nicht am Krankenhaus ich hatte, dann haben sie einen Aufwart getrunken, so ja, wie viel denn? Ich so ein Glas Malibu Cola, jetzt sind schon 5 Stunden mehr. Ja, da waren die, du hast mehr getrunken. Was? Du hast mehr getrunken eigentlich. Das müssen die ja nicht wissen. 7,8, ja. Ja. Ja, aber brauchst du darüber den Kopf mehr machen. Ja doch, manchmal kommt dann ab und zu mal so Situationen so, weißt du, wo du manchmal so denkst, Alter. Ach du und deine Eltern haben mich doch gezwungen, um das gut zu machen, also. Au! Wir waren essen damals, wa? Ja. Und deine Mutter hat gesagt, als Dankeschön, weil ich da war. Ja, weil sie auch nicht, ja, sag mal so, sie hat ja selber gesagt,
Sie hätte nicht erwartet, dass in dem Moment irgendeiner überhaupt da wäre, um letztendlich die Regel kriege. Natürlich. Also, warum nicht? Also, ich denk so drüber. Ja, du vielleicht, Icke vielleicht, Frank vielleicht noch, oder, auch der hätte schon auf Felix. Aber, wen hätte ich mich sonst verlassen sollen? Gut, Niki wäre auch noch mitgekommen, weiß ich. Aber auf wen hätte ich denn sonst, sagen können, komm mit, ich schaff das sonst alleine nicht. Eine Kette nicht alleine nach Hause bekommen. Nee, das stimmt. Aber jetzt hatte ich immer wieder noch Staune, was Basti inzwischen gegangen ist. Hier, der lange. Ja, der hatte mich weggezogen und hat mich gefragt, soll ich dir klären? Naja. Da ich zu mir gesagt, nee, lass es sein, ist mein Bruder, ich krieg das geregelt. Also sag Bescheid, wenn man ist, ich mach den, ich bin da. Also der hat auch ohne Widerworte, hätte er den auseinandergenommen. Ja, gut. Hab ich aber gesagt, ist nicht. Also auch nur wegen mir hat er wieder nicht gemacht. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, was ich damals schon gesagt habe, ich wusste nicht, wie es reagiert hätte, wenn ich das gesehen hätte. Auch wenn er dein Bruder wäre. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich Frank ihn weggezogen hat, so halb noch. Wo er ausgeholt hat. Ich ja die Schelle ja bis so ja, ein Viertel davon eigentlich nur kassiert habe. Und ich weiß nicht, ich habe mir mit dem Grinsen eine Kippe an ihm angekicken und frag ihn, wo ist es denn jetzt? Also, dass ich auch in dem Moment so locker reagieren kann, hätte ich auch nicht gedacht. Ja, und irgendjemand hat mir irgendwann erzählt, du Patrick flippt geradeaus, der hat dich angefasst und dann war ja tagsüber schon wieder vorbei. Weil ich war ja gerade hinten bei Robin. Ja, ich weiß. Ich weiß auch gar nicht mehr, wer mir das gesagt hat. Nicht mehr. Keine Ahnung. Ich bin ein Prospekt, ich bin ein Prospekt. Ich kann gerade nicht mehr fahren, Mann. Gut, dann nehme ich mir jetzt ein Auto. Oh, jetzt sitze ich im Auto, macht er mich zu rot gemacht, Alter. Holst du mich ab? Ja. Flughafen. Echt jetzt? Hä? Echt jetzt? Ja! Flughafen ist mein. So, was trinke ich jetzt? Ach scheiße, hier steht nur ein Bus, das hätte ich gesagt, kannst du sein lassen. Wer ist denn der Scheißling mit dem Haken dran, Mann? Haken dran? Cargo Bus. Ja, würde ich nicht verlieben. Nur ausgeflippt, weil Frank gesagt hat, Feierabend für dich, deine Schwester ist da. Ja, und ich bin auch in einer festen Überzeugung, jetzt nicht gegen Frank. Was ist der Ausschlagpunkt war? Ja, weil er gesagt hat, ich war da. So. Ich glaube, hätte man ihn einfach nur gesagt, du Feierabend für dich, reich, steh nach Hause, ich glaube, wäre der nicht so weit ausgeartet. Also du hast nur noch gesagt, was ich dabei bin, wa? Nee, weiß ich gar nicht. Ja doch, hab ich dir gesagt. Nee, ich meinte, was das Frank zu Fettel gesagt hat. Nicht. Ich glaube, der hat nur gesagt, ich bin da. Ja, auch ja. Der Akku war ja schon bevor Tobi kam. Echt? Naja, da sollte er gehen und dann darauf gesagt, dann kam die um die Ecke so, dann wüsste ich nicht, was seine Schwester sagt. Und dann ging's richtig los. Jetzt steht hier ein Hubschrauber, ist behindert. Hier, ich bin da. Ja, ich weiß. Ich achte auf die Karte, Frank.
Ach, die kannst du auch hier drinnen nehmen. Die backt da rum in deiner Hand. Hä? Die hast du da rumgebackt gerade in deiner Hand. Wenn du nicht schießt, geht die hoch und runter, hoch und runter, hoch und runter. Ja, die soll auch noch ein bisschen buggy sein, die Waffen, die neuen. Wenn du jetzt mit mehreren Leuten bist und die haben alle die Waffe, dann fängt die Lobby an zu lecken. Warte mal, wie lange ich da noch habe. Wir 20 Kilometer vorher dabei da. Nein, ich weiß noch nicht, wo ich mehr hab. Nee. Aber. Ja, was denn? Du musst doch, wo wir hin müssen. Oh. Willst du das vordere oder hintere haben? Wird auch scheiße, ja, mach doch irgendwas, Mann. Ich guck, ich nehme das vordere. Und es sind 4,46 Kilometer. Nimm das hintere. Nimmst du bitte das hinter? Nee. Es ist dir egal, hast du gesagt. Alter, brauchen wir mal Ecke. Okay. Fertig. Ja.
you're through to your garage, you need me to bring you a ride? It's coming at you. Wo musst du hin? Ach, hey, okay. Nicht irgendwo hier, aber da bist du doch. Hä? Du bist oben auf der Brücke, ne? Komm runter! Komm nur hoch! Wir uns bei Falschpapiere, ja? Ja. Wir sind ja gerade wieder herab, können wir nicht weitermachen. Ja, Mann. Ja, bauen wir uns. Jetzt habe ich gar nicht drauf gehabt, ob ich auch doppelt Geld kriege. Von dir. Ach, das ist jetzt doch. Naja, bei dir so eine Achten ist immer so eine Sache. Das sind einfach unwichtige Informationen, die belastige ich mich nicht. I know it's not the biking you're used to, but you're motorcycle couriering these documents to the buyers around the city. You on it? Oh, I'm pumped up. Hey. Hey. Warum sind die Leute auf der Karte? Hä? Bringen die falsche Bücher aus zu den Käufern? Ja, wir müssen die Leute abfahren. Achso, was ist das? Haben wir uns welche? Nee. Der erste ist... Ach du Scheiße. Ja. Hättest du mal ein schnelles Auto nehmen sollen, Alter. Das war irgendwie mein Auto? Ja, es ist, also ist immer noch hässlich. Wo ist die Farbe auch so? Dann wechsel das mal bitte. Nein. Doch, ich möchte eine andere Farbe haben auf dem Auto. Mir doch egal. Ich würde jetzt gerne rausspringen, aber ich kann es nicht machen. Hast du übrigens die Farbe von den neuen Waffen von meinen gesehen? Pink. Ja. Ja. Ich habe Plastik. Meine pinke Phase ist beendet.
Hey, wir müssen eingetroffen. Mhm. Du hast aufmerksam zugemacht. Ach. Und wir auch nicht. Könnte durchaus möglich sein. Was haben die gerade gesagt? Irgendwas mit Aluminium, pinke Farbe, Waffen. Hast du noch zuhören, was ist denn? Ist auch nicht rum. Ja. Das muss die Frage, ob das für dich oder für mich ist. Ich mach dann schon mal den nächsten Punkt, ja? Ja, ich meine, das war's. Aussteigen? Sydney, ich guck gerade, ob das für dich oder für mich ist hier. Zeig doch mal aus, Junge. Gott, ich hab abgegeben. Ja. Eine Lieferung. Also, die warte mal, ich auch mal hier. Ah, war deine. Ne, meine. Ich hab nur noch 6. Ich hab nur 5. Ja, die könnte Pippi sein, oder? Alter, die tanzt, weil sie Drogen bekommen hat. Falschpapiere. Pippi tanzt auch immer so, wenn sie Drogen kriegt. War die oben los? Er tanzt immer so, wenn er Drogen kriegt? Du! Entschuldigung. Nimm die Spaß. Guckst du, warst du gerade live, Frank? Ja, natürlich. Er kickt die ganze Zeit. Warum? Der kickt mal, wie die abgeht. Du behindert? Jetzt nicht mehr. Muss mal auf Klo. Da, da. Autowerkstatt. Ja und jetzt? Umwerben. Wie? Ah, die Farbe ist hässlich. Alter, hat die rastet ja nicht aus, oder? Hat bestimmt einen Tampon gegen geschmissen. Ach, scheiße, der Boxer, die hört uns trotzdem, wa? Ja. Verdammt! Hab dabei Rodeo getanzt. Wuhu! So, für wen ist die jetzt hier? Schauen wir mal. Meine. War deine. Ja. Warum hast du nicht schon einen Punkt gemacht? Oh mein Gott! Also alle kriegen ihre Fallschirmspür und danach werden sie umbelegen. Keine Ahnung. Nice. Ich glaube, es ist egal, wer da hingeht. Wer die ersten Punkte abgibt, der zählt dann. Der nächste wäre. War klar. Wollte ich die durchspringen? Weg ist die Note auch. Weg ist die Tür gleich. Weg ist sie. Jetzt wird's luftig. Wo steht denn die Tür? Ach, dahinter, schießt sie danach. Warte, der freut sich auch, guck mal. Erledigt. Drei Tote.
Hup, hup. Wollen wir mit dem Golfkitty weiterfahren? Da stand gerade einer. Ach, bin ja da. Ja. LS! Alter, Scheibe vorne weg. Beifahrertür weg. Boot da oben weg. Oh Mike, nicht springen. Nicht springen. Tu's nicht. Brauchst du mir sowas zu? Ja. Ich möchte nicht wissen, wie es denn Fingern gejuckt hat, da gerade ausbrettern. Ne, gar nicht, mein Gruß, wir kommen da nicht rüber. Haben wir übrigens schon mal getestet. Warum lenke ich eigentlich mit, Alter? Hey, du musst nehmen. Er hat sich auch gefreut, hat geklatscht, Alter. Geh weg, du blödes Fasten. Übrigens, da gibt's auch einen gelben Punkt, da kannst du reinfahren, Mike. Wie eine Otze, Alter. Oh, da kannst du überfahren. Und am Baum stehen bleiben. Das ist irgendwo ein gelber Kreis. Kannst du reinfahren. Da, schon weiter. Da schießt sie. Ey, da schießt er noch nicht mal zurück. Ist ja langweilig. Die klatschen alle nur. Leuchtturm. Hab ich nicht gesehen. Ja, leckt, ne? Ja. Na, Leuchtturm springt. Nee. Wir haben noch Ware im Auto. Aber ja, scheiß Rennen, oder? Ich hab's geschafft. Du hast schon gerade diesmal. Alter, wir lieben ihn noch. Also fahr das nicht meine Sache heute. Warst du noch nie, oder? Oder? Ja, überfahr mich doch noch. Oh, warte mal. Kennst du den Weg? Mhm. Und du weißt, was Wasser ist hier, ja? Ich
weiß auch nicht viel. Du kriegst in die Backen ein bisschen Wasser zu kriegen. Ja, das ist es so, das ist so. Ja, ich bin hier nicht spielen, gegen Ritschbauer. Ich bin ja auch kein Ritschbauer. Bauer. Dein Ernst jetzt so? Was denn? Wer ist Winno Otze? Ja, das ist Winno. Du bist hier den Punkt zuständig. Ja, hätte ja klappen können. Da komme ich ja gar nicht hoch. Lass mich fahren. Ach, schade, da wollte ich eigentlich springen. Dann lass mich fahren. Gleich. Warte, bis du in den Baum fährst oder was? Ja. Auch oben dann fahren können über den Heißweg. Der wäre sicher einfacher gewesen. Du guckst ab und zu noch die Karte? Ah, hier muss ich das weg. Hey Mike, hast du die Karte noch mit den drei Rennen oder vier Rennen, die wir machen wollten, wo du so gesteigert hast? Ja. Wollen wir das eine mal probieren, wo kein Spiel mehr ist? Die zweite, glaube ich, war das, ne? Zweite Karte. Oh, ich könnte die, glaube ich, auch starten. Ich auch weiterfahren können, Alter. Der ist so um den Heißen lang gefahren, der einfach gegangen. Lass mich. Das ist ja gut. Alter, was ist doch wie eine krasse Innenbeleuchtung, Alter. Die Leute sind erfressen bei uns, Alter. Alter. Ich weiß, dass du nicht gesehen. Alter, der gelacht, der ist oder was? Thank you.
Fahrstraße. Trotzdem fährst du nicht besser. Na Gott sei Dank hast du einen Wagen neben dem Führerschein. Alter, nein, ich würde mir auch zeigen, was ich auch vernünftig fahren kann. Voll. Selbst die bleiben nicht stehen, bevor die. Jetzt richtig weit vorne stehen. Aber da kommen jetzt keine Ampel mehr. Ach ja. Dein Ernst jetzt? Ab, fahr durch! Aussteigen. Warum? Da war ja kein guter, der war kein Halt. Hier. Nicht erschießen, ich hab ne Haftbombe mit dir. Fahr weg. Komm mit Bett. So, den letzten darfst du nicht schießen. Ach scheiße, ist ja oben. Da, warte, oh, da, Mike. Warte mal. Fahr Richtung den Typen. Warte, danke. Hat die das zu leben? Ja, die Neger überleben immer zum Schluss. Alter, dafür du nicht. Nö, ich krieg gut 32.000. Mach mal einen Punkt zum Heutstellen.
wollte springen. Was kann dieser Kaktus dafür? How can I be of service? Okay, okay, I'll get you out of trouble. No problem. What the hell? Der Kratz, das muss der. Oh nein, Mike, bitte nicht. Ich kann mich nicht mit dir. Was sagst du? War der nicht so, Alter? Da fahr ich nicht mit. Sag ich aus. Eröffne! So ran? Ja, natürlich. Brauchst nicht, vor deine Tür. Bin drin. Stuff's split into bags to take to the buyer. So get on your bikes and get it there. Now this guy wants to get into it right away, so he says there's a bonus for the fastest delivery. Yeah.
Warte. Ruby sagt mir, das ist eine Drecksau. Du darfst nicht mithalten. Ich weiß, dass du ohnehin, ihr habt ja nicht ohnehin durchgesetzt, wa? Ja. Wie hast du mein schönes Auto, die schöne Farbe schon gesehen? Das war der jetzt da gerade fährt oder was? Ne, das ist nee. Mein, das ist schön. Hier, Mike kommt da. Ja. Pink-grün. Das war ganz hässlich. Dann hat sich beschwert, ich davor sah hässlich aus. Das sieht gerade besser aus. Komm, die ist ja schon mal. Naja. Fertig. Gut. Ja, dass du die fandst. Wo ist jetzt hin? Da, zum Ding. Wohin? Hä? Wohin? Alles klar. Nee, Koks haben wir schon gemacht, aber da war der Motorräder. Ja, da war das Messer, wo ich jetzt hin will. Assi-Kohl-Paletta. Ah, scheiße, ich hab mir gerade Blöde Wichser! Ist die Handbremse angezogen oder was? Weil? Wenn die Wagen nicht bewegt. Merkst du was? Was hat der jetzt gemacht? Achso. Hör auf mich zu erschießen. Hör auf mich zu erschießen. Du hast auch auf mich geschossen. Ich hab auf dein Auto geschossen. Du hast mich aber getroffen. Ja, das ist im Auto, das ist kein Autospür. Oh, heul doch. Wer soll heulen? Ihr Bäder. Naja, ich heule nicht. Voll. Das ist nicht voll. Ist nicht voll. Sei doch. Guck mal, Mike schmeckt seinen sexy Popo raus.
Geil, wa? Wenn dieser Raketenwerfer funktionieren würde, würde ich den Arsch jagen. Du darfst fahren. You doing this, huh? The product's in the back of the truck and ready to move. Get it to the buyer and you're done. Dann kommen wir Fahrzeuge hinterher gefahren. Das ist eigentlich nicht nur mal Motorräder, oder? Ja, eigentlich schon. Granaten! Nein. Ich schmeiß doch raus, das dauert noch ein bisschen, bis die Kugel. Wir müssen nur nach hinten gehen. Ist ja nur noch Straße, dann sind wir durch, wa? Ja. Er ist aber hartnäckig da hinten. Verdammt! Wo hätte ich das? Ecke, Junge! Und da ist er da! Nein. Auch nicht. Ich dachte bei dir auch nie. Klar. Nee, du sagst doch immer nein. Ich hab schon oft genug da gesagt. Hast du ihn gerade die Reifen zerstört? Alter, bremst mal. So, ist das da vorne schieben. Vorne schieben. Gut. Habt ihr jetzt davon, ihr Schweine? Hihi. Haha. Huhu. Frank, übertreibt deine Rolle nicht. Was denn? Die Dinger auch nie explodiert. Und zeig gleich noch, ich bin schon nicht. Ja, aber immer noch abwesend. Gekommen. Da rum? Ja.
Blake denn? Ich hab den Punkt gemacht. Ja. Boah, schmeiß mal hier nach Handpumpen, Alter. Nö, kannst du. Weiter. Wollt meinen Schüler halten? Mach die doch zu. Geht nicht. Einsatz Feuerwehr oder was? Wir machen. Kannst ja schon mal starten. Wir machen nur noch Mike sein Labor. Ach, er ist da, ja? Ja. Heiko ist Feuerwehrmann 10. Freiwillig oder beruflich? Freiwillig schätze ich mal. Kann also jemand meinen Meister so schmeißen. Der wird ja noch fetter. Bist du hier bei der Millionenheiz mit Simon? Passt, Alter. Boah, Entschuldigung, Alter. Ist ja gut. Nee, damit ich weiß, Simon war damit gemeint, gerade nicht du. Ich bin heute immer noch die Meinung, was das geplant war. Mit Absicht? Ja. So, was ist das so? Weil sonst sind wir mal anders gelaufen, weißt du? Nee, nicht Mobs. Ich hab eine französische Bulldogge, Alter. Ja, aber was hat denn das gebracht? Also, was hätten. Keine Ahnung. Ich hab gesehen, dass ich die 10 Millionen nicht kriege. Oh. Ja, nicht nur du, ich war ja auch. Nee, ich glaube, du hattest es vorher schon gemacht. Es ging um mein 10 Millionen, heißt. Stimmt. Da haben wir ja dann hinterher hingekriegt, oder? Hä? Haben wir ja bei dir hinterher hingekriegt, oder? Nein, ich habe mein 10 Millionen noch nie gemacht. Echt? Ja. Da wird's ja mal Zeit, oder? Vergiss es. Weil? Das Thema habe ich abgehakt mit 10 Millionen. Heißt. Vor allem mit welchen 4 Leuten wird das machen? Das müssen ja immer die gleichen sein. Ja, das stimmt auch wieder. Ja. Was Autos? Nee, Boote. Was? Boote? Boote? Okay, it's a boat drop. Boat drop? Oh nee, da müssen wir durch die Kanäle wieder düsen, Mike. Da haben wir doch bestimmt irgendwo kleben, Alter. Ja, du ja. Komm, bist du auch schon oft genug passiert. Alter, hol Hubschrauber. Bin ich Dings? Ah. Mike, nein. Hol Hubschrauber. Den hab ich. Auf meine Autos kaputt zu machen, Alter. Danke. Ich saß noch drinnen, du Wichser. Ich bin nicht gekommen. Ach, Leute. Warum setzt du mir wieder Zeit? Mann, warum sprengst du meine Autos, Alter? Warum schießt du auf meine Autos? Ich hab dein Auto aber nicht kaputt gemacht. Für wen? Ja. Komm, sag deinen Spruch wieder. Morse Mutual, how can I be of service? Ja, möchte ich jetzt auch so. Okay. Weil er macht immer meine Autos kaputt, jetzt kommt das irgendwo auf meinen Türen. Du hast feierst ein Model. Ne. Dieses Niveau lasse ich mich nicht herab, bitte. Nein, Pippi hat feierst, sozusagen, du Model.
irgendwie sagt sowas nicht. Jetzt erwartet man zusammen, Heuler, du lieber. Heiko, es gibt auch Männer, die Röcke tragen. Nennt sich G-Rock. Meinst du, ich kriege mal Polizei? Nein. Achso. Ich glaube, wir müssen weiter nach rechts. Also, okay. Also, wenn ich fliegen würde, also wenn ich jetzt hätte, ich würde nicht kriegen. Sie haben Flugberechtigung. Sie haben hier einen Hangar, hat er mir gesagt. Nee, ich bin jetzt gleich hier hoch. Eins, zwei, drei. Der hat den Pass abgekriegt. Frank, du kannst schon sein, ich hab vorher Bescheid gesagt. Cool. Oh, sehr gut, Alter. Hast du fein gemacht, Mike. Ich bin mega stolz auf dich. Mit Boden! Alter, du, das Boot schwimmt immer weiter zurück, Alter! Gleich setze ich auch auf Land auf. Alter. Ist wieder so neblig oder was? Perfekte Bedingungen, um die Ding zu verkacken. Ups, da war ja eine Insel. Pippi? Ja. Was ist los? Du bist so ruhig. Was ist denn, oh Gott, Frank? Hat sich gerade so ganz komisch angehört. Oh, wie denn? Kann ich nicht nachmachen. Was soll denn los sein, Mike? Weiß ich nicht, du bist so ruhig. Die ist gelangweilt. Irgendwie, weiß nicht. Dann spiele ich hier, dann lege ich wieder ein bisschen, dann spiele ich wieder, dann gucke ich mal ab und zu hin. Ach verdammt, ich bin gerade spontan ein, ich war doch im Puls letztens, oder? Was warst du? Mahlzeit, die Knalle. Halt. Ich war doch im Puls. Ja, warst du und? Ich wollte dir doch mal was mitbringen, oder? Vibrator? Ja. Hätte ich dich schon mal erklärt, hätte ich zu Hause. Na ja, aber nicht so eben. Bestimmt. Hey, und die besorgen wir endlich mal eine Taschenmaschine. Ja, nein. Mike geht nun. Was? Mike, du nimmst den Nono. Kennst du Nono nicht, oder? Staubsauger von der Teletubbies. Nein. Danke, Frank, für die Erklärung. Ich will damit nicht gehört werden, wenn ich sauge. Der Nuri. Was? Du kennst Nuri, der kann saugen? Nimm mich mit! Wieso? Du bist am Boot. Nimm mich mit! Du bist im Boot. Ich muss auf Toilette, nimm mich mit. Ja, du fährst bis im Boot und dann kannst du auf Toilette gehen. Boah, fick dich, da machst du doch alleine, dann muss man hier rauf. Warum muss ich immer das zweite Boot fahren, Alter?
wieder da? Ja. Ein kleines Punkt, Punkt. Ich starte jetzt mein Dings. Habt ihr einen eigenen Server oder wie oder was oder wo? Nö, wir sind normale Lobby gleich. Also wir sind jetzt auf einer geschlossenen gerade. Gehen aber denn, wenn du da bist, folgen wir dir in die Lobby. Weil dafür Ja, aber den haben wir ja trotzdem, weil dann müssen wir ja gucken, dass wir alle in eine Lobby sind. Wir sind in dem Fall ist weg, ist ja ein Kastenrennen und da kann ich dich einladen. Ja, dann mach dann, ich geh jetzt online. Ja, geh mal online, wie wollen wir doch nicht meinen Boot wegfahren. Auf wen musst du warten? Ich muss sein Boot noch wegfahren, sein Labor macht ich gerade noch. Na, jetzt springt das Ding in die Luft, dann ist auch weg. Nein, das ist wahnsinnig, den killt er mich. Außerdem verschenke ich ja dann auch Geld, ist ja voll gut. Prost, ey. Schön, du schenkst uns auch mal Geld, oder was? Nee. Bei mir ist zwar alles voll, aber ich verkaufe nichts. Ey komm, ich kann mir noch nicht mal Munition leisten, Alter. Oh, das ist aber ganz schlecht für mich, muss mal Kuba hier. Dann ist das so, ich hab ein Messer oder eine Axt. Das bringt dir ja nichts, weil wenn weiter wächst, dann bringt dir die Axt. Ja, schön. Du wisst ja, wo Munition leisten ist. Frank, der große Modder, weißt du? Ich bin kein Modder, Alter. Geht's nur, oder was? 50.000 Millionen auf dem Konto, weißt du? Nee, 2 Milliarden, Alter. Ah, noch stronger. Mike? Ja? Mein Gott, keine Munition. Ich hab grad. Alter, danke, dass du gepetzt hast, Alter. Heiko, es gibt Probleme, ich war da schon wieder da. Ah, schade. Hast mit, ne? Haben die Bullen auch mal früher gesagt, ne, Frank? Ja. Hab ich mit. Nein. Dann ist ja dein Plan doch nicht aufgegangen, wa? Wieso? Ich kann ein Mutchen ablegen. Arschloch. Wieso, Mike? Wir gehen dann beide auf Rang. Irgendwie werden wir die Schuppe nettig kriegen. Ja. Das ist der Plan. Ihr seid zwei kleine Wechsel. Ich hole erstmal meinen Bomber raus. Na, Frank, was haben wir denn alles bei GTA? Was? Hä? Was hast du alles bei GTA? Alles. Ja, ich auch, deswegen auch kein Geld. Ja, ich hab alles immer noch 1,7 Milliarden. Ja, aber du Cheatet hast, du Cheater. Ja, noch so einer. Frank, Alter. Schaffst du noch zum Bremsen nicht reinzufahren? Was? Schaffst du noch zum Bremsen nicht reinzufahren? Oh, zu spät! Bitte. Boah, komm mal her, Alter. Wo ich, siehst du, wo ich stehe? Ich sehe die Karte. Boah, im Aldi. Die haben einen Glitch, also meine Maske. Ja. Bist du auf dem Land da drauf oder wo? Ja. Ich glaube, ich sehe dich. Wo war da hier die komische andere Kackflugzeug, das fliegen mussten? Ja, ich weiß nicht. Ah, schon, der brauchen wir 10 Stunden, um da einzulocken, oder? Nur Alter! Guck doch mal, Mann! Ja, sofort, Mann! Ich bin drüber gesprungen, Mann! Warum schießt du mich denn jetzt schon wieder? Wo spawnt er dich jetzt so? Na, da wo du bist. Hier, guck mal. Hier ist er bei dir auch. Was denn? Na, guck mal, die Grundfarbe. Das ist bei dir auch? Ja. Alter, du hässlicher Drecksau, Mann. Ich hab einen gut bei dir.
Willst du einfach mit Fußball groß machen? Ja, ist gut, dann halten wir die Polizei nicht mehr. Aber ich dafür. Ey, du Knaller, ey, mein Arm. Ja, ich folge dir, ich komm mit Mike, mach den Lock. Wer macht den Lock? Bin ich gerade dabei, auf. Weil ich geh dann, Heiko hinterher und du kannst mir hinterher kommen. Wenn wir Fußparkour machen, laden uns doch einfach ein. Stimmt, aber du musst. Was wollt ihr jetzt machen? Ich sehe hier gar nicht mehr durch. Wir wollen jetzt ins Fußparkour laufen. Theoretisch, ich muss mal erstmal erschießen lassen. Ja, dann lad uns doch ein. Ja, du warte doch mal, ich muss mir erst erschießen lassen. Roll sie doch an. Du musst sagen, du Model. Na, du Model. Wie lange braucht ihr denn die Scheiß holen? So, denn ja, eigentlich müsst ihr nochmal zu meinem Bunker, da könnt ihr auch Munition umsonst holen. Das Problem ist, Mike, ich sehe dich gar nicht online. In the Dingsbums dann schon. Okay, dann gucken wir mal. Heiko, willst du jetzt erst mal im Bunker oder was? Nee, mach ruhig. Ich hab noch Taschen voll, alles gut. Taschen voll, ach, jetzt so kommen, ja? Ey, komm, Alter, weißt du, was ich an Geld hab, ne? Davon kann ich mir, ne? Eigentlich müsste ich nach Berlin kommen und dir den Rechner klauen, Alter. Was ist denn mit meinem Rechner? Na, damit ich das Geld alles auf mein Konto kriege. Mein Rechner kommst du gar nicht klar. Na, hast du eine Ahnung, womit ich klarkomme, mein Freund? Nein, den spiele ich nicht. Ey du Frank, ich brauche ein Chassis für 1,8. Hast du sowas doch rumliegen? Ich glaube eher nicht, ne? Chassis 1,8? Von was redest du gerade? Von einem Nitro-Fahrzeug. Wie soll ich sowas haben? Keine Ahnung, du wohnst in Berlin, Alter. Sind alle Grenzen offen. Alter, wie kommen wir hier aus dem Bumskanal wieder raus? Ich fäng grad meinen Ausgang auf, Alter. Wo ist denn der scheiß Ausgang hier? Aus dem Bummschuppen. Ach da, glaube ich. Oder? Nein, ich weiß auch nicht. Du Frank, wenn ich meine Jacht verkaufe, ne? Ich glaube, die kannst du nicht verkaufen. Ah, oh, toll. Ja, Auto, du kannst auch nur eins verkaufen, ja toll. Du kannst nur ein Auto verkaufen? Ja. Alter. Ja. Kannst du ein Auto verkaufen? Da hast du ja wohl mal locker deine Sperre drin gemacht. Ja, wieso? Ich habe nicht viel. Telefon, Einladung. Und Mike hat auch eine Einladung. Na, wenn du nur ein Auto pro Tag verkaufen kannst, bist du in der Verkaufssperre drin. Die Lobby hast du offen, ne? Ja. Gut. Ah ne, das ist alles überschritten. Bist du schon mal zur Fußballkur gelaufen, Heiko? Heiko? Nee, bin ich nicht. Wenn du irgendwo auf dünne. Wenn du auf dünne Wände laufen musst, nimm eine Waffe zum Zielen, dann kannst du besser balancieren. Aha. Kleine Tipps müssen wir dir ja geben. Ja. Schau mal. Und übrigens, Mike hat ein sehr loses. Finger. Ja, ein Taco. Mal kriegt das ist ein Döner. Ja. Entschuldigung. Nein, das ist ein Hut. Ein Mexican-Hut. Guck.
Spatenbank. Der Unkraut hier gestellt. Ich hab keinen anderen Mike. Wer ist denn wohl pink? Mike ist ein Affe. Ey, du schittest, du Sau! Ja, Mann, der hat geschittet. Danke. Der hat einen Schlagdings hat er an. Hier so ein. An! Kann ich keine Waffe nehmen. Alter, Heiko, Alter. Quatsch, Heiko sag ich schon. Mike, ne? Du bist so ein kleiner Pisser, ne? Warum? Er schießt uns und dann gleich schnell da oben, ne? Du kleine Ratte, Alter. Oh, ich hasse es, der nächste, Alter. Oh, ich bin vom Motorrad gefallen. Mike übertreibt dich gleich wieder am Anfang. Ach, das war ja beträchtlich. Was denn die andere Fußballkugel? Ja, die gespielt haben halt gelöscht. Du willst doch aber auch mal nicht weiterkommen, oder? Doch, ich bin weitergekommen, du bist nicht weitergekommen. Boah, ich wollte Frank erschießen, Mann. Warum? Weil. Ich seid so ein Lappen, ne? Ich war im Pussy-Modus, da geht das nicht. Mann, lass mich jetzt zum ersten Punkt, Alter. Brennt. Mike, wer treibt deine Rolle nicht schon wieder? Kennst du ihn anders? Das Schlimme ist, wenn wir es verkacken, nach einer Stunde kriegt irgendjemand von uns ein Deckspiel. Na, ciao! Boah, Alter. Heiko, du musst den Kran hochklettern übrigens mal als kleinen Tipp. Danke für die Info. Bitte. Ihr seid doch alle so Spasten, Alter. Ja, komm mal hoch. Mach hin, Heiko. Ey, Heiko. Ey, Mike, du bist so. Alter. Boah, Alter. Bist du rum? Nein, doch nicht wieder runterfallen, Mann! Ja, hättest du auch sagen können, dass auch ein Brett fehlt. Warum war das bei der Munition alle, Heiko? Der ist im Pussy-Modus, da kannst du nicht schießen. Ey, du kannst hier auch die neuen Waffen benutzen, Frank.
Auf weiter. Mann, wieso fällt denn der Daumen runter? Ach, du bist schon hier oben? Jupp, ich bin mal so frei. Schlange, ist es eigentlich schwierig, ruhig zu bleiben? Süßigkeit macht das möglich, wa? Wieso kletterst du da hoch? Wie soll man da auf diese Balken kommen, Alter? Was habt ihr hier für einen Scheiß hingestellt? Ja, ich weiß auch nicht, warum Frank die komische hier genommen hat. Wenn du drauf gehst, musst du zielen drücken und dann kannst du auf die Dinger laufen. Das sind übrigens 17 Punkte, ja, Heiko. Ey, da musst du springen. Also springen drücken. Ups. Also wer die Scheiße gebaut hat, der gehört aber an der Wand. Wenn du nicht jetzt. Hast du den Punkt heute? Nee, natürlich nicht. Dein Ernst jetzt so? Ja. 13 zu 1? Ja. Du musst übrigens die Leiter nicht hochklettern, du kannst einfach Booster drücken. Okay. Wie denn? Nein, du kannst, wenn du drehst, bist du wieder oben. Aha. Und einfach länger X auf dem Controller, dann landest du automatisch wieder oben am Punkt, wo du warst. Wenn du Y drückst, landest du immer da, wo du den letzten Punkt gesammelt hast.
Ja, Alter. Ich weiß nicht, ob ich so einen Kackkram Luft verarschen soll, Alter. Kann man nicht Turbo noch nehmen oder Turbo? Boah, Alter! Wollt ihr Platz machen, Entschuldigung? Ich brauch keinen Platz hier unten. Du echt keine andere mehr, Frank? Was? Du echt keine andere mehr? Was? Na, Fußballkugel? Was sind wir doch hinten drin? Doch, den ekligen, wo du mich 54 mal erschossen hast. Ja, nee, noch eine einfache? Nee. Musst du nicht noch inne haben? Was ist denn das jetzt hier? Weil so eine, die Heike am Anfang ist, ein bisschen nicht nett. Warum nicht? Hier im Rennen kann ich gar nicht gucken, aber da muss man raus, wa? Deine Ernstsätze? Ja, Mann, du standst mir im Weg. Was ist denn das hier? Warum bin denn der nicht hoch hier? Wale bitte. Wale bitte. Da wo wir auch nicht weiterkamen. Ja, da müssen wir inzwischen durch uns ein Flugzeug holen. Nee, ich dachte immer einfacher, was wir mal BD geschafft haben, was Heiko und Oma sieht. Aber wir sagen, du warst okay mehr. Gibt es für Sterberater auch Geld? Nee. Das wäre natürlich nice. Also jetzt mag ich das irgendwie einfacher da hoch. Oder halt das. Oh!
ist denn das? Ich geh mal raus, ich geh mal bei mir gucken, ja. Du könntest. Am geilsten wäre der Typ dieser Zappelbakur mit diesen Elektro-Gedingern drin. Obwohl, die könnten. Ja doch, die können wir spielen. Die mit dem Elektro-Parkour, Mike. Ich kann ja auf Gespielte gucken. Ja. War definitiv nicht so schwer mit dir. Nö, da hast du nur Probleme mit dem Elektro-Ding gehabt. Ist doch gar nicht so schwer. Wie ging das hier nochmal weiter? Achso. Oder was muss ich denn gucken? Köstliche Spielte. Ne, ich hab die nicht drin. Boah, jetzt war ich schon oben. Na gut, geh mal raus aus dem Ding und dann gucken wir mal den anderen, weil die ist zu schwer hier. Gehst du auf online und neue Sitzung finden. Ich hab nur die Winterscheiße drin, was wir hatten. Ja, das ist ja kein Ding. Guck mal gleich, ob ich die noch habe. Theoretisch müsste die drin sein, wer kürzlich gespielt hat. Bist du raus, Heiko? Bist du raus, Heiko? Jupp. Wo bist du gespawnt, Mike? Bei den Windrädern, wa? Nö. Was denn? Im Club. Ach stimmt, ja, neue Sitzung finden. Gleich wieder. Mal kicke mal schon auf Klo, ja? Jo. Pippi? Hallo, Pippi? Ach, du bist gar nicht da. Ich bin mal kurz Wäsche aufhängen. Ich hab mir übrigens da noch ein zweites Glas geholt. Achso, ich bin mit meiner dritten Flasche. Echt jetzt? Ja, Mann. Okay. Jetzt trotzdem mal Wäsche aufhängen. Ja. Gleich. Ja. So, den kicken wir mal. Heiko ist kurz auf Klo. Ja, ja, ich muss ja sowieso erstmal gucken. Und Puppi ist Wäsche aufhängen. Kürzlich gespielt. Dann rein. Ne, ich hab die auch nicht mehr drin. Ja,
habe auch nur die wir das letzte Mal gespielt haben. Was heißt jetzt so? Ich hab noch einen anderen, aber. Hä, was ist denn hier? Nein, niemals im Leben, Alter. Kein BMX. Kein BMX. Und der den raussuchen bei YouTube wäre auch schon wieder. Ja, den müsstest du komplett aus dem Spiel raus. So, ich bin wieder geworden. Weil dann müsstest du komplett aus dem Spiel raus und bin schon wieder mal zurück. Mike? Ja? Wie stellt man das nochmal ein, dass man denn da geportet will, wo man da hin will? Muss man da auf M drücken und dann? Ja, genau. Und dann gehst du runter Spawnpunkt. Da kannst du einstellen, Hangar, Basis, Rockerclub. Wo du halt gerne gespawnt werden möchtest. Thorsten, danke für die Antwort. Ich wurde gefragt, nicht du. Entschuldigen Sie, ich werde nie wieder antworten. Könnten Sie bitte Heiko eine Antwort geben? Hast du nur geantwortet? Danke, Mike. Bitte. Übrigens, zu Info, Thorsten ist meine Toilette, ja? Also Thorsten ist drin und was ist Kotz-Aldi? Meine Toilette. Ach, auch okay. Alles gut. So, Frank, jetzt kriegt er mal ein vernünftiges Lübser, ne? Ich guck mal. Wieso, wie kann man denn hier mehrere Autos verkaufen? Also ich kann nur immer nur eins am Tag verkaufen. Ja, da hast du irgendwann mal zu viele verkauft. Wie zu viel? Stimmt nicht. Ich habe, ich habe eine Abmahnung bekommen, weil ich, zu viele Autos auf eine Stelle geportet habe und habe die mir dann verkauft, weißt du? Ja. Und damit rutschst du rein und bist für 15 Monate alle 30 Stunden ein Auto. 15 Monate, ich bin schon länger als 15 Monate, soll man nicht übertreiben, die Ohren, Assis. Oh, so eine Sprüche kenne ich irgendwo her. Ja, so eine blöden Depp mal, der ist genauso wie hier bei ATS. Na, du, diese scheiß Admins, was meinst du, wie ich die gefressen habe, Alter? Na, du, das sind meine besten Freunde, Mike, weißt du, was da abgeht? Wollen wir den Parcours nehmen, wo wir die Flugzeuge zwischendurch holen, falls wir nicht weiterkommen? Mike? Ich guck gerade bei YouTube. Ah, YouTube. Warte, ich schick dir gleich ein. Ich such den raus mit den Stromdingern. Oh, wenn ich das schon wieder sehe, wird die Baumstämme wird mir schlecht, Alter. Baumstämme? Warte mal, wie ist denn der? Oh, zu Fußballkuh Nummer 5. Der war auch, haben wir uns auch lange gebraucht, aber der ist niedlich. Ich hab ihn. Zu Fußparcours Nummer 5? Oder welchen hast du jetzt? Warte. Also der sieht so aus, ob wir den schon mal gemacht haben. Hey Leute, was geht ab? Heute spielen wir für GTA Challenges, glaube ich, auf wem? Egal, komm. Heute
Oh shit, falsche Abbiegung genommen. Ja, ich hab ihn abgelenkt. Weil ich die Sprinttaste noch gedrückt hatte. Nee, den hatten wir noch nicht. Ich, der hatte noch die Sprinttaste gedrückt. Wie lange brauchen wir für ihn? Hä? Kurzes Ding ist. 4 Minuten. Das war. Ein bisschen Glück gehört dazu. Das Ding in eigener Sache, Freunde. Wenn ihr ein geiles. Yes. Einfach kein Schild, der ist von hinten rum, oder was? 13 Minuten. Guck mal, keiner ist noch hier. Ja, wir brauchen länger. Das alles noch vor sich, das alles noch vor sich. Leute, ich sag nur GG. GG, wir haben es geschafft. Wir wollen sie nicht länger auf die Folter spannen. Die 19%ige Level Asian zu Fuß Parcours gemeistert. Yes. Geil, Leute. Mir hat es mega Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Wenn ja, weißt du natürlich, was zu tun ist. Diese Folge ein bisschen kürzer. Ich habe extra eine Map genommen, die viel schwerer war als die, die wir im Stream gespielt haben. Die hatte nur 19%. Und ich dachte mir, hey, das kann doch funktionieren. Aber naja, nochmal ein kleines Ding in eigener Sache, Freunde. Frank, hast du schon mal geschickt, ne? Geile Pad, das steht für euch bereit. Gute Qualität. Ich habe mir gerade ein bisschen Stress in der Lobby hier, wo ich gerade rumtreibe. Lol. Nein, wow. Lol. Ich bin auch runtergerutscht da. Nein, der Lastwagen. Der Lastwagen. Bitte mal. Ja. Hammer. Ich bin wieder ein Hammer. Nein, ich hab's auch nicht auf den Lastwagen geschafft. Ey, warum? Ey, das ist doch so bitter. Er läuft einfach weiter. Hammertan. Es ist so lang. Mami, weh, du hämmerst irgendwie, Alter. Was geht, Leute? Nehmt heute die. Was ist der jetzt? Ja, bleib doch mal ganz ruhig, Mann. Also, den nicht, was ich dir geschickt habe. Muss man spielen? Nein. Ja, wie geht der jetzt nochmal? Ja, du musst komplett aus dem Spiel raus. Bin ich. Ja, und dann klick. Ach, ist das so, warte mal. Ich schick dir den Link im TS. Wenn ihr einen drunter hat. Hey, Leute, was geht ab? Heute spielen wir mit der Community. Oh. Ja, da zwei in meinem PC. Ja, der. Heute leider nicht. Die gibt's nicht als Map. Was? Die gibt es nicht, also er hat kein Link dazu in der Map. Was so? Hey, was geht, Leute? Nehmt heute die Beine in die Hand, denn wir. Und habt ihr schon was gefunden? Das ist so geil. Aber ich gleich mein bisschen. Go! Ich bin ein Elektriker. Was? Hey. Haben wir beide unten? Was geht ab, ihr Lieben, mein Herz? Hallo? Ja, also, den können wir spielen. Den haben wir richtig sogar. Was ich gerade geschickt habe? Weiß ich nicht, was hast du mir gerade geschickt? Wie heißt denn das ganz kurz? Beste zu Fußball forever? Nee. Ganz herzlich willkommen und herzliches Aloha zu einer weiteren. Auf! Er kommt ja gleich mit dem schwersten zu Fußball cool. Nee, jetzt bin ich hier, guck! Wenn ich es jetzt nochmal schaffe. Bitte? Nein! Du kommst ja gleich mit dem schwersten zu Fußball cool. Warum der sieht gleich aus? Das war ein richtig geiler Sprung. Das ja, hat... aber leider kein Link gebucht. Ja, dann schick du jetzt ihn, Mann. Dann leck mir am Arsch, Mann. Ja, kannst du das denn machen, wenn da kein Link ist, Mann? Ja, dann guck du und schick mir. Da ist auch kein Link bei. Was ist denn das? Ich will hier hoch. Hallo, du! Kev hat ein Messer, Mann, die miese Muschi! Nein, das war Handkantenschlag, Alter. Nein, Alter! Alter, willst du mich verarschen? Ey, ich wollte nur Kev haben. Was ist denn Müll auf Parcours?
hättet ihr sehen müssen, Alter, das war... Das werde ich halt leider nicht finden zum Intro, leider. Das wäre epic. Nein! Er fällt runter, Marvin, und die Hand... Ach, seriously? ...fest. Wo war die Hand? Ich will hier hoch! Ich... Hallo, du... Wirklich hey. Ja. No. Okay, von einem zum nächsten Deko der Boss, Deko der Boss. Oh, auf ins Schloss. Deko, du bist gut. Hey. Nein, nein! Hallo, liebe Seizugur mit seinem weißen Teil GTA Online Action. Heute mit einem Stückchen Zucker für euch in einer Community zu Fuß. Zusammen mit, ich hab das gehört, Dena, Deko und Mabossa. Hallihallo. Yo! Geht's euch gut? Das heißt, wir laufen mal zu Fuß, damit den Zuschauer merkt, wo man zu Fuß laufen soll, ja? So ist es, wir sind zu Fuß bei Kurs, ey, du weißt doch Bescheid. Die hat 16%, also die wird auch schwierig, aber man muss auch sagen, da steht auch keine Übersetzung. Ich will jetzt. Klickst du auf Job markieren und dann müsst ihr bei dem Mac wieder heißen. Der Name. Oh, Alter. Keine Übersetzung. Musst du auch. Ah. Wir schicken jetzt hier was von euch beiden. Also ich nicht. Okay. Wollt ihr eine Lobby, Heiko? Heiko? Keine Ahnung, ich bin in so einer verfuckten Lobby, wo ich gerade sämtliche, die fahren irgendwelche Autos durch der Gegend und ich mach die immer kaputt, weißt, weil sie dafür Geld kriegen. Und dann wurdest du jetzt stresshaft? Ja, wieso? Ich hab einen LKW mit Schiebeschild, also ich mach die, das ist mir egal. Ich halt drauf. Das Geld, was die nicht kriegen, kriege ich doch. Naja, mein Kopfgeld ist, glaube ich, gestiegen. Da gibt es maximal 9000. Wir sollten mal 3 machen mit Heiko, wa? Ja, da. Tschüss. Also, Frank, ich kann dir sagen, Havanna Oat geht auch. Cool. Was hört Frank? Was? Wir sollten mal alle 3 mit Heiko machen. Ja, aber nicht heute. Nein. Ich hab ein bisschen Geld. I'm on the clock. What you want? Some wheels? Ach, Polski ist auch noch hier. Mike, wie heißt du eigentlich? Mike. Ah, ich meine jetzt bei GTA, du Knalle. Mike0902. Was denn? War doch richtig. Du hast immer geil an Mike, wie heißt du eigentlich? Mike? Naja, ich meine bei GTA. Na, hat er doch gesagt. Ja, jetzt ja. Mann. Also Polsk ist es auch hier. Also einer aus Polen ist hier. Das andere, 2 sind draußen. Aha, Leute. Ach, den kenne ich auch, alles klar. Aha. Gut. Excuse me for walking. That is messed up. Eyes up, shithead. So, jetzt werden wir erstmal den Polen das Auto klauen. Kannst du den Polen das Auto klauen, Alter? Der schießt sich. Natürlich. Ach, nee, die.
Nee, das war einfach. Wenn er mich das Auto haben, er schießen durch keinen. You calling for some wheels? I'm Johnny on the spot. I'll hook you up. I'll get back to it then. You're through to your garage. You, need me to bring you a ride? I'll get there as soon as I can. Seid ihr schon da, oder? Nee. Also ich schon, also ich bin zwar aber nicht bei dir wach. Ist das ein Feigling, Alter? Also was ich an GTA hassen tue, da die Ladebildschirm immer. Ja. Mann, wo ist denn dieser Rotzwagen, Alter? Du hast eine Einladung, Frank. Ich hab eine Einladung, alle. Ich lade den vor. Da steht Radrennen, Alter. Bitte nicht. Kannst du auch zu Fuß machen, Mann. Ich hasse Fahrräder. Was hast du denn doch angeguckt? Wie kann ich denn hier einladen? Aber glaube ich kein GTA-Modus. Warte, sag ich vielleicht. Doch, Punkt zu Punkt GTA. Ach, da oben steht. Soll ich gleich absteigen und mich 20 Mal erschießen, dass ich mit dem in Ruhe habe? Frag mal Heiko. Du warst derjenige, der übertrieben hat.
Nein. 15 zu 1. Heiko, du hast eine Einladung übrig, ja? Nö, ich bin schon drin. Nee, noch nicht. Jetzt bist du drin. Nee, in dir nicht, aber ist schon klar. So, Attacke. Wir springen da hinten hinterher, sehe, Alter. Weg, alle schon wieder hier. Erster. Ah, nicht. Ich bin Erster. Wo geht es hier eigentlich hin? Jemand schon den ersten Punkt? Ja. Gut, und warum ich nicht? Das weiß ich doch nicht. Was für den ersten Punkt? Ich hab dich aber noch nicht getötet, der kriegt doch 3, oder nicht? Ich hab ihn auch. Ich hab mit rumspringen. Ich sag dazu nix, Junge. Mike, läufst du oder fährst du eigentlich? Das gefällt mir schon wieder. Ich sag nichts ohne meinen Anwalt. Ich hätte fast die Rampe hochgeschafft. Ey, Kenny im Busch. Kenny durch Ende. Mann, was ist denn das hier? Du Arsch. Da hat es Bumm gemacht. Das Spiel des Heiko kennst du aber, wa? Dass du zum nächsten Punkt kommen musst? Immer mit der Ruhe. Boah, das Weike! Warum nimmt der sich nie die scheiß Panzerfaust in die Hand, Junge? Oh Mann, ey, lass mich doch mal in Ruhe! Ich muss das live erleben. Oh, jetzt bremst euch doch mal, Mann. Warum ihr? Kannst du die lesen? Ja, ihr. Beide seid gemeint. Ich mach ja nichts. Kann ich mal selber dich immer bei dir finden? Ja.
So, jetzt könnt ihr laufen, ich bin tot. Scheiß ernst, Mike? Du darfst den Punkt nicht vorher kriegen, Alter. Der fickt dich, Alter, ganz ehrlich, hier. Vergiss es. Kein Bock drauf. Nein! Ey, Mike, komm mal her, zeig mir mal, wie man fährt, von wo nach wo. Na, du siehst doch die Rampe da vorne, oder? Und dann musst du hier rüber. Ja, und da komme ich aber trotzdem nicht rüber. Natürlich. Du musst mit dem Willi über die Rampe fahren, dann ist es automatisch am ersten Punkt. Mit dem Willi, na toll. Nicht mit dem Willi, mit dem Willi, du Lappen. Ja, mit dem Willi ist ja gut, aber nicht mit Billy. Aber ja, Willi, wie soll ich denn mit meinem Motor haben Willi machen, Alter? Du Lappen, ey. Ich glaube, ich muss dich wieder töten, warte. Na, du bist schon wieder so nett. Schlimme, so wie du laufen wolltest, kommst du nicht rüber, Frank. Danke. Bitte. Nimm dein scheiß Motorrad endlich und fahr über diese Kackrampe, wo du drauf stehst. Ich komm da nicht rüber mit dem scheiß Brettmotorrad. Was für ein Motorrad hast du denn genommen? Ein scheiß Motorrad? Alter. 8:1, Alter, jetzt bremst dich. Heiko. Über die Rampe musst du da. Komm mit dem Scheißding nicht rüber, Alter, weil das viel zu schwer ist, die olle Möhre. Wenn nicht, dann musst du. Sag mal, wenn du wieder stehst. Ich muss ganz zurückfahren, dann mit dem Willi, Alter. Ich kann dich auch nicht so anmannen. Siehst du das? Ich hab's gesehen, ich weiß, wie ich das machen muss, aber nein, nicht wenn ich dann musst du zu Fuß da rüber. Ja, warte, ich muss erstmal mich umbringen. So, jetzt, wo muss ich zum Fuß rüber? Da. Dann hast du immer verschiedene Kisten und da musst du rüberspringen. Das ist ein hässlicher Kopfapplaus. Dann daneben springen ist ja auch scheiße. Was habt ihr denn für Motorrad genommen gehabt? Akuma, glaube ich, hatte ich. Oder dieses andere Ding, was fliegen kann. Da gibt es auch noch so einen Motor, was du fliegen kannst. Nee, kannst du hier nicht benutzen. Ach, die kannst nicht. Ah, alles klar. Bist du drüber? Was? Bist du drüben? Also gleich, ja. So.
am Hotdog-Stand den Kopf gestoßen. Zwischendurch hätte die auch mal ein Stück Holz reinlegen können. Was hätten wir machen können? Ein Stück Holz reinlegen. Zwischen diese Rollendinger. Wir bauen die ja nicht. Ja. Dein Ernst, Frank? Was denn? Was denn? Du die Anjungs wieder irgendwo hinlegt? Quatsch, würde ich niemals tun, Alter. Du Lappen, Alter. Pech gehabt, ich bin nicht umgefallen, Heiko, bevor du mich erschossen hast. Ja, passiert. Hä? Wo ist der Punkt? Hä? Der ist oben. Ah, in der Luft? Und dann? Oh Gott, den kriegt er niemals. Nein! Was hast du gesagt? Wir brauchen länger als 13 Minuten? Das ist lang viel. Willst du mich verarschen? Ich hab nur 11 Minuten. Ja, also Frank hat doch gut gemogelt. Ja, du mal wartest, du Lappen. Wieso? Die Zeit läuft doch noch nicht. Ich glaube, erst wenn er in den Zweiten reingelaufen ist. Achso. Warum kommst du mit der Maschine da nicht rüber, Heiko? Weil das nicht geht, ich habe keine Ahnung. Geh mal, wenn du's, erstmal hau mal die Motorräder alle weg, damit du freie Fahrt hast. So, dann mach mal Respawn, dass du wieder Motorrad hast. Ja, und wie mach ich das jetzt? Y drücken länger. Gedrückt halten, Sonja. Oh. Jetzt? Fahr mal so, dass du zu der Rampe gerade stehst, am, hinten am Ende, da wo du bist jetzt. Ich halte hier die Kamera wechseln, Alter. Okay. Ja. So, und jetzt? Und jetzt? Nee, stell dich mal richtig gerade zu der Rampe, dass du wirklich gerade zu der Rampe stehst. Genau, und jetzt rückwärts. So. Und jetzt guckst du mit dem Willi los. Also nach hinten ziehen und Gas geben. Ja, natürlich nicht, dass du runterfällst. Du hast gesagt, ich soll da hinten drücken. Alter, pass auf, gib erst Gas und dann ziehst du mit dem Willi für dich. Frank, wir kriegen jetzt den anderen Punkt. Warte gleich, zeig dir gleich. Ja,
Jetzt Willi. Nee, du musst in der Luft den Willi auch ein bisschen halten, Heiko. Das funktioniert nicht. Du kommst nicht zu allen. Nein. Weg. Weil ich schworne in der Luft. Ach da! Ja. Aber wir sollten den kriegen. Also ich hab die mit einmal, ich hab die beiden Punkte mit einmal gekriegt. Springen wir ab vom Motorrad, genau. Hast kein Fallschirm bei, wa? Du musst gleich abspringen, gleich wenn du vom Motorrad bist. Dann kannst du gleich Richtung Punkt drehen. Dann geht er mal weg. Ne. Alter, sag mal, Assi. Also ich hab den mit einmal gekriegt. Ich bin oben runtergesprungen, hab den so gekriegt. Ich weiß nicht, ob du oben hochkommst, das weiß ich nicht. Weil der ja ziemlich weit oben ist, ne? Oh. Und ich weiß jetzt nicht, ob du Verkehr angelassen hast, weil Autos fahren ja nicht. Ich glaube nicht, dass er so hinkommt. Also der Motorrad ist fast hingekommen. Das Motorrad. Oh, Motorrad ist ja nicht ich. Hat schon durchgehört. Ach nee, der wäre ja schon unser, ne? Der kriegt den Punkt gar nicht sein. Den Punkt weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ja, was soll ich machen? Keine Ahnung, wie gesagt, ich bin da reingeflogen. Spring ab! Gleich wenn drauf, gleich wenn du anfängst zu fliegen, gleich runter vom Motorrad. Nein, das geht nicht. Warum nicht? Muss das Motorrad doch loswerden. Ich spring doch andere Seite, pass auf. Dann dreh das Motorrad in der Luft. Na, wisst ihr was? Fehlt doch gar nicht mehr viel zum Punkt. Dreh das Motorrad gleich ein bisschen in der Luft und dann runter. Jetzt. Du musst das Motorrad so drehen, dass du an der Seite, also, dass du theoretisch. Normalerweise kannst du aber selbst entscheiden, ne? Normalerweise nicht absteigst, oder? Jetzt. Nee. Du musst es echt so drehen, dass du zu anderen Seite absteigst, oder? Na? Fast. Oh, oh. Also ich bin auch nicht direkt reingeflogen, ich bin auch nur vorbeigeflogen. Das Motorrad, das Motorrad vorbeigeflogen. Wo fliegt hier da hin? Ja. Ich sehe da nichts. Na, sieh, hier. Geht doch, Mike. Jetzt musst du nur von oben runterspringen auf die Straße. Ach nee, du bist doch noch auf der Straße. Und der Punkt ist auf der Straße, Mike. Oder? Ja, genau. Jetzt brauchst du nur abfahren, dann bist du durch. Wollen wir denn das Rennen nochmal machen? Für ein Rennen. Ja, dieses Winter-Ding-Gedöns da?
Soll ich durchfahren oder willst du probieren, Heiko? Ja, ich bin mit bei, also kein Problem. Hä? Ich bin mit bei. Nee, ob er reinfahren soll oder nicht. Das Ziel meine ich. Ja, ist mir egal, wir können auch reinfahren. Jo, fahr rein, zieh den. Lass Zeit runterlaufen. Ach, das war doch dieser Winterdings, ne? Hieß das doch, ne? Das kann ich ja starten, das habe ich ja drin. Glaube ich. Aber Selbstmord fertig bist du nicht, wa? Nö, schon. Der muss es abkönnen, Alter. Das hat er früher schon gemacht. Sonst würde er ja kein harter Bursche. Wie beendet? Erster, ihr. Neue Leute, das ist wieder gute Laune, wa? Ja, beim nächsten Mal töte ich ihn länger. Nee, geht ja nicht. Sitzt ja im Auto. Das ist egal, ich wäre da stehen geblieben. Gutes Rennen, gutes Rennen. Heile Modus. Hüppi, bist du da? Ja, klar. Ist schon eingeschlafen, sagt er nichts. Arriba. Ah, klar, der kann auch still sein. Ja, manchmal kann sie das. Ist aber auch nicht gesund. Ich muss nicht zu jedem Scheiß meinen Kommentar ablassen. Naja, aber dann hätten wir vielleicht mal zu lachen und hätten wieder Lachmuskeln. Hast du etwa keine? Das sag ich dir, du petzt. Das spielt schon wieder. Hast du Haustiere? Ja, ganz viele Quietscheenten. Naja, mit denen du baden gehst, das ist mir schon klar. Die hat wirklich ganz viele Quietscheenten. Na, ich weiß ja nicht, was sie damit macht. Sammeln. Ja, naja, gut. Also. Ich werd's da mal so hinnehmen. Es ist echt nicht mal gelogen, Mann. Ich wollte gerade sagen, ist ja gut, ich hab's ja nicht gesehen, ich kenn dich ja nicht. Alles gut, glaub ich dir dann auch. Also wirklich, ich sammle echt ganz viele Quietscheenten. Ja. Ja, die ist sogar so komisch und hat zwei Enten auf den Füßen. Oh. Das ist nicht gut. Oh doch, ich find's toll, ich kann mit ihnen nochmal Gassi gehen. Und ja, dann füttert die. Und die melden sich nicht, das ist gut, ja. Mhm. Das ist aber hä? Das ist eine andere Karte, mal guck mal bei dir. Oder war das die hier? Aber eine meldet sich ja immer, er ist Frank. War das ist. Nee, dafür sind andere zuständig. War das ist grau. Creepy Monster war das, ne? Nein, da steht Winter. Nein, die Winter ist das nicht. Das ist Mount Chiliad mit dem Winter. Die sind doch in der Stadt gefahren. Ja, dann macht doch einfach irgendeine. Ja. Oh, möchte ich? Hast du denn Haustiere? Jupp. Echt? Ein Hund. Ach du Kacke. Was, ein Hund? Jupp. So schön. Check was. Sture Hunde. Ich hab auch ein Haustier, Thorsten. Boah, jetzt ist mir eine Kloschüssel, Alter. Ich dachte Frank, Alter. Ja, er geht ja mit dem Klo in der Gassi. Na Frank, da kannst du aber glücklich schätzen, dass er nicht mit dir Gassi geht, ey. Ich geh mit meinem Hund Gassi. Ich geh mit Frank. Ja, Mike mit Frank und Frank mit Mike, alles klar. Heiko, du hast eine Einladung. Ich geh mit Frank immer Gassi nach dem Trinken. Ja, erst zum Döner und dann zu unserer Parkbank. Ja. Und dann zu Pommes-Bombi. Nee. Erst zum Döner, weil da ist Pommes. Das ist zum Döner. Genau, aber ohne Salz die Pommes, weil von Salz werde ich fett. Boah. Naja, war mir schon klar, Alter.
Also dann machen wir es mal so, dann komme ich mal vorbei, Alter, wenn du irgendwo essen bist und ich kotze dann wieder vor der Theke, dann kannst du gerne bei der essen. Nee, das stört mich nicht, ist mir egal. Kein Problem, kriegen wir alles hin. Richtig. Der kannst du ja auf den Teller kotzen, der frisst es ja trotzdem weiter. Ja, ich auch. Du Scheiße. Wo ist denn mein... Kann mich noch erinnern an eine Ding vom Döner, also von so einer Fressbude. Du hast eigene Autos aus, Entschuldigung, Pippi. Da hat, wurde einer richtig zusammengelegt. Der hat eine Blutlache dahin gelegt. Nö, ich kann mein eigenes Auto nehmen, also alles gut. Und trotz alledem sind alle in diesen Döner gerannt und haben sich was zum Essen geholt. Das stimmt irgendwas nicht. Also, wenn ich da einen kotzen sehe, dann kotze ich daneben mit. Also, dann hole ich mir nichts zu essen. Frag mich, ob ich ein Auto holen kann. Egal, ich nehme den. Wir waren jetzt mit dem Schuh nochmal, Mann. Nein, ging nicht. Nein, ging nicht. Ja, toll, jetzt ist es zu spät, jetzt sind wir weg. Hätte ich wenigstens besser als mit dem Schnee? Naja. Naja. Ach, schwach. So nicht, ja? Da einparken, wo du eingeparkt hast. Meine Fresse! Wo hängt sie denn rum, Alter? Warum bist du da unten? Du Y, Alter! Junge! Hey, du hast doch dein Auto, kann das sein? Ja. Arschloch! Danke, ihr Nadel! Das war Frank, bitte. Ah, verdammt, weil ich brenne! Komm hoch da, lass mich alle! Lass mich nicht genau in Schussrichtung, Scheiße! Weg hier! Ach, mein Schuh! Danke, Mike! Bitte! Danke, ist abgehauen. Oh Mann, was mache ich denn hier? Hey, mit was macht ihr denn eure Raketen? Einsammeln und dann mit dem Stick, mit dem du lenkst, kannst, den du drauf drückst, kannst du die auslösen. Der ist ja schon kaputt. Ach, der ist ja schon kaputt. Boah, immer die gleiche Ecke, Mann. Nein, jetzt war ich du mich auch. Komm,
Heiko, du könntest doch theoretisch aussteigen und mit der Waffe schießen. Der schießt gerade mit der Waffe. Achso. Hi Heiko. Wie das denn? Ich hab geschossen. Heck war hinter dir. Alter, wer hat die Strecke gebaut? Jesus oder? Christus. Meine Güte. Was hast du den Punkt? Nee. Ich hätte gerade Frank getroffen. Er ist da unten. Mike, gib mal Gas, du musst gewinnen, ey. Boah. Ich krieg die Strecke dir hin. Ist mir hoch zu schwer. Ich war zumindest schon mal auf dem Stand da oben wieder. Heiko! Oh. Ups, sorry. Nee, du hast mich nicht getroffen. Ich wollte nur Hallo sagen. Strecke nur bei lieber Mann. Ja, die ist ein bisschen. Hm? Frank Zahnschnitten. Ich kann es aber gerade nicht, finde ich. Warte, ich habe keine schusssicheren Reifen. Hallo? Wie geht's denn runter? Hallo? Wie geht's denn runter? Bin leider festgehangen. Y. Bis zum Geraden komme ich immer.
Ja, ich gehe. Musst du mit dem Hund? Oh, jetzt schubst du mich auch noch runter. Danke. Ach nein. Ich fand, ich wollte nur schieben helfen. Hast gedacht, Alter, ne? Hast mich nicht getroffen. Wohin? Nein, jetzt war ich ganz oben. Au, wie ruft der Punkt hier? Alter, ich war ganz oben und wusste nicht wohin. Hast mich trotzdem nicht getötet. Muss ich mal gucken, wo der Punkt hier ist. Da? Ach, geht noch höher. Ach, oben auf der Plattform ist er drauf, okay. Da durch, dann da hoch, okay. Da kommt man doch gar nicht über der Kante, Alter. Natürlich. Ja. Easy macht man das. Ich sehe es. Ich war mir schon mal um auf den nächsten großen. Der Limit drehe ich nicht. Mike eigentlich? Raus! Boah, warum gehst du denn raus? Oh. Ich jetzt nach einer alten Strecke raus, so was ein leichter. Oh Mike, den kriegst du wieder nicht hin? Nimm mal dieses Assi, Alter. Oh, jetzt zeigt man den gleich wieder rum. Kriegst du ja nicht. Gespielt auf dem Fest, Alter. Üben wir noch diese Baustelle, Alter. Alter, geht's dir nicht gut, oder was? Hast du wie Viagra gehabt heute zum Mittag, oder was? Nee. Toasty. Oh. Ich hab nicht mehr so viel Gas, sondern ich bin weg. Doch nicht so schwer sein, Alter. Komm runter! Wenn du einen hast, sag Heiko, Quatsch, Mike. Boah, was für ein Huckel in der Straße, Alter. So, Frank, jetzt mach die Warteschleife. Ich komm.
Also wer das gebaut hat, erschieß ich, Alter. Hey, ich weiß, was wir spielen können, Mike. Was denn? Kannst du dich noch an den Parcours erinnern, wo wir mit Basti und Phil gespielt haben? Wo wir tierisch die Punkte suchen müssen, mussten? Die Punkte? Hä? Ja, unten am Pier, da war das so totales Wirrwarr mit Röhren und Plattform und sowas. Gesundheit. German Level Asian hieß die. Die habe ich noch. Alter, ich hab... Warum bin ich denn erst ausgestiegen? Mann, ich hab keinen Schutz in den Reifen, hör doch mal auf damit! Ich hab jetzt einfach eine Liste genommen, ja. Alter, bevor die verliesen. Ah, Frank geht halt, ne? Ach, Mann. Also gehen wir raus hier. Einmal wieder in die freie Lobby. Mann, du gib mir noch. Neue Sitzung finden. Spielt um, ja, wir spielen auf dem PC. Maximus Player. Lobby, mach hin. Die Liste hast du mir noch genommen. Keine Ahnung, ein paar Listen. Mit einem Rennen wieder oder was? Hä? Mit einem Rennen wieder oder was? 16. Ist aber nicht, wie wir jetzt angefangen haben, oder? Nein. Das wäre natürlich toll, da ist nämlich ein Robot drin.
Spieler, der Name ist cool. Spielerliste 1 Radrennen. Ich würde erstmal in Offline gesetzt, wie es aussieht. Hast du gehört, Frank? Mhm. Ja, hab ich gesagt. Zweimal. Okay. Und zieh dein Mikrofon aus dem Arsch, Alter. Darling, you just stick that on the credit card. I gotta run. Kannst du mich einladen? Ich bin im Singleplayer. Hab ich. Ich geh mir noch was zum Trinken, mein Müller wäre da. Michael, I need some space! Hä? Ja? Wie kann ich denn die... Oh, wie kann ich denn die aufmachen, die Scheiße? Man, you okay? Yes! I think I'm actually okay. Und? Und? Bin wieder da. Ja. Aber warum ich eigentlich die Whiskyflasche nicht mit zum Schreibtisch nehme? Hä? So, Spiel einladen. Ist so ein Samstag, sitzt da wieder bei uns am Tisch. Ich hab keinen Bock auf Alkohol. Nee, ich nur 80 Cola Musiker trinken. Falls, vielleicht, wenn du mitkommen solltest. Ja. Prost. Prost. Heiko, du hast eine Einladung, ne? Aber soweit der atmet es heute noch aus. Mit was? Das schmeckt doch immer. Nein, ich hab Whisky gesaufen, Mann. Ich weiß auch nicht, der schmeckt auf. Der Botsch. Schmeckt um. Der schmeckt? Ja, der schmeckt irgendwie. Ich weiß auch nicht. Schneit das draußen? Mein Handy ist ja nicht raus. Müsst ihr mal Basti anhauen, ich brauche noch eine Flasche davon. Nee. Punkt zu Punkt, ohne geht ja auch. Welchen Basti? Vakuum. Genau. Weißt du das, Schatten? Ich bin immer noch meine Frage nie beantwortet. Ja, okay, ist okay. Digga. Welche Frage? Welcher Basti? Hat doch Frank gerade gesagt. Nö. Doch, Vakuum. Ach, Vakuum! Der hat ja nicht für voll genommen. Boah, trink du mal wen, ja. Alter, ich hab hier drei so eine Salitos und hier grad mal einen Havana. Oh. Aber was hab ich jetzt für ein Motorrad genommen? Ich voll Idiot, Alter. Fahrrad? Was? 6:10 Uhr tatsächlich. Warum? Boah, ciao, Alter! Was reicht denn hier, Alter? Ich bin im Bergmund einfach heute. War auf alle Nische zurück. Ey, Heiko, du hast die Chance, später zu werden. Ich?
Platz 2 ist 13 Sekunden hinter mir und Platz 3 ist 10 Sekunden hinter mir. Wie geht das denn, bitteschön? Muss mir da mal einen erklären. Ja, du hast bloß wieder einen Sehfehler bestimmt. Sind denn das? Alter, 40 Punkte. Gut, ich habe noch drei. Heiko! Ja, das ist schon durch. Achso, du bist Ritter. Oder wenn wir uns jetzt mal wieder anstrengen, Frank von seinem hohen Ross runterholen, wa? Was ist ein hohen Ross? Ich bin gewohnt, Letzter zu werden. Ich freue mich über den Ersten. Ich bin Erster geworden, Schatzi. Von 16 Rennen. Das ist das Einzige, was Frank kann. Von 16 Rennen. Ja, mal jetzt gerade. Alter. Und Bestzeit, Junge. Na, komm mal runter von deinem Trip. Hast du auch beschissen, Alter. Einmal A drücken, bitte, Heiko. Kann sein, dass die Strecke nur Motorräder ist? Keine Ahnung, ja. Mann. Alter, wenn da irgendwie ein Fahrradrennen kommt, ne, erschieße ich dich, Mike. Keine Ahnung. Nee, Mike hat schon wieder das komische Motorrad. Warum halt ihr das schon wieder? Das wollte ich gar nicht. Mega dusselig, was, Alter? Heiko, da war ich. Aua! Das ist negativ, wenn ich mir lang, Mann. Alter, wie hat hier den Weg ausgesucht, Junge? Ey, hier haben vorhin Leute erschossen, ne? Aber ich bin schon wieder gestorben, Mann, was ist denn das? Wo sind gerade. Ja, jetzt erst ein Superweit fahren worden. Alter! Ernsthaft? Zwei Runden? Ja. An die kann ich mich eigentlich erinnern, was? Nö, sagt ihr auch nichts. Komm nicht. Wir sind ja aber schon mal gefahren. Ja, was kann sein. Und ich war vielleicht nicht bei, weil ich arbeiten war. Ja, easy, ne? Auf Rang, wie es heute die ganze Zeit machen konnten mit Heiko? Was denn? Die Arena-Pistole. Ach nee.
Danke, du bist tot. Hast gesehen, wa? Kann froh sein, dass nicht schießen kann, Alter. Heiko, die Treppe musst du nicht mitnehmen, da fährst du schneller. Ja, genau. Wenn du Willy ziehst, fährst du auch schneller oder nach vorne kurz. Weißt du, wie wir die Mission gemacht haben? Wie viel Geld gebracht hat? Mit dem Kuruma? Keine Ahnung. Ich habe damals die ganze Mission mit 4 Mann 2 Tage durchgespielt, damit wir die 10 Millionen kriegen, den Dreckrotz, Alter. Meine 10 Millionen Challenge wurde in dem letzten Heist verkackt. Ja, aber wenn nicht die richtigen Leute hast, dann kannst du auch so eine Tonne hauen. Ja, eigentlich waren es die richtigen Leute, aber die da scheinbar. Was? Ja, Mann. Aber wir hatten in unserer Gruppe auch einen Ausfall, ja. Einmal das A, bitte. Ja, dieses A kann ich nicht lesen, du weißt, A ist ja immer... Naja. Ich in deinem Mikro. What? Wann soll ich in dein Mikrofon drin schreien? Nee, ich habe nicht geschrien. Weil er nichts alles zu essen kriegt. Alter, setz den Helm ab, Junge. Oh, ich hab mal ein Motorrad. Hast du ein Motorrad? Deine Party? Punkte, die haben nur in Lippen, Alter. Ey, du Sau! Hört rein! Hat er mich echt runtergeschubst in den Lauf? Das aber Glück gehabt. Alter, aber die Strecken so lange her, kann ich mich ja nicht mehr erinnern, wa? Ne? Hm. Ja, wie lange ist das doch schon her, ne? Ja. Verdammt! Oh, das hört sich gut an. Der Ding steht daneben. Hau ab, du Homo, Alter! Never ever, Alter. Ach,
fick doch dein hässlicher verfickten Piss. Kacknie, Alter. Freust du, du Affe, Alter? Wenn ich früher mal so gut gefahren wäre, Alter. Na, Heiko, kriegst du Mike noch? Nee, nicht in dieser Runde. Was denn, da vorne ist das Ziel, du Komiker, Junge? Ist egal, hätte ich eh nicht gekriegt, Alter. Ja, aber du kriegst Kohle für, wenn du ins Ziel kommst. Ja, mach doch nicht, scheiß auf die Kohle. War ein Ziel, du brauchst nur springen noch, mehr ist da nicht. Das mit Rennfahren müssen wir die aber noch üben, Heiko, ne? Ach, was? Ist der Motorrad überhaupt getuned? Nein, die gab's im Aldi, natürlich ist er getuned. Aber Mike fährt dasselbe Motorrad wie du. Na, ich werde mal das andere aus dem Keller holen, dieses dreirädige. Ich glaube, das ist schneller als alle anderen. Ja, nur weil das drei Räder hat, ist es nicht schneller. Ach, du hast es also dein sowieso gedopt. Na, Mike, Frank hat seinen gedopt, ne? Ja, der cheatet ja auch. Na, was so klein der ist, ne? Ja. Heiko? Achso, ich muss A drücken. Pöppi, bist du noch da? Nein. Ah. Ja, warum? Aber welcher bist du schon, Pöppi? Keine Ahnung, Mann, ich glaube, ich gehe gleich ins Bett. Anzahl der Runden 4, Mike? Nee, so nicht. Hast du super gemacht, Mike. Sag wer? Anzahl der Runden 4. Also, du kannst ja mal ein bisschen was von dir erzählen, ey. Ich kenne dich ja noch gar nicht. Schon mal überlegt, warum ich nicht von mir erzähle? Weil ich ein Arschloch bin, aber egal, dafür gibt es sogar ein Lied. Echt? Sing mal vor. Nein. Nee, dafür war zu lachen. Bin ich ganz gespannt. Ja, meine Mutter auch. Mike? Er kommt nicht? Ich sag, meine Mutter auch, die ist auch mal ganz gespannt. Mike. Ja. Mike ist gerade krank. Du hast 4 Runden eingestellt. Okay. Das ist ja auch so eine billige Strecke, Alter. Geh aus dem Weg, Junge. Wir hätten alle drei die gleichen Lieder hier. Hat die sich so viele Token durch die Lieder? Ja, irgendwie schon. Boah, die hört, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Was macht ihr denn da? Das ist aber kacke, man. Das wird gerade lustig. Hey? Ah, weiß ich nicht. Auch wenn ich müde werde, dann muss man schlafen. Ja, dann musst, ja. Dann musst du unmöglich immer schlafen. Und wenn ich Hunger habe. Danke. Heiko, du musst nicht gegen die Punkte fahren, du musst die Punkte einsammeln. Nein, ich muss euch vernichten und dann die Punkte einsammeln. Du stehst gerade im Spiel nicht bei GTA. Ja, das Problem ist, wenn du uns in Runde, bei dir in Runde 2 vernichtest. Ja, dann sind wir aber schon eine Runde 4, das finden wir ja gar nicht. Ja, macht doch nichts, aber wenn ihr nicht durchkommen würdet, ne, dann würdet ihr auch nicht Zweiter oder Dritter sein.
Alles spannend. Du Fatze! Entschuldigung, Schatz. Wie ist da mit dieser obsomen Mörder? Wir haben noch eine Frau hier. Ach, die sind alle Dämonen von uns schon. Ich kenne euch schlimmer, stimmt. Oh, ich hab den Punkt nicht gekriegt. Ach verdammt, ich bin falsch gefahren. Du hässlicher Homo, Mann. Mann, verdammt, ich hab den Punkt nicht gekriegt. Oh, Frank, fick die doch, Alter. Jetzt stehen die Beine da, oder was? Nein. Nein. Musst du zurückfahren. Ach, schon wieder. Bist du dir gerade aufgefahren? Ja. So, und Heiko sammelt jetzt schon alle Punkte ein. Ja, das passt, die Hupe, zu dir gerade. In der Runde bist du eigentlich, Heiko? Runde 1 noch? Runde 12 mit Rückwärtsfahren. Oder 3 von 3 im Knaller. Kannst du hier lesen oder was? Ja, waren aber 4 Runden, ne? Statt 3 von 3. Ja, das heißt, dass du letzter bist. Macht doch nichts. Ich meine, wenn man immer so einen Sandwich-Toaster sieht als Kopfmaske, der ist mal schon ist kein, Satt, das ist ein Taco. Ja, ich weiß, das ist ein hässlicher Taco, der wurde. Hey Mike, schnell zur Runde. Taco aus Sibirien. Bist du raus, Maiko? Ja, eigentlich nicht. Na doch, du bist hier nicht mehr drin. Ich muss mal kurz gehen. Nee, normal. Ja, toll. Ich kann schon wieder kotzen hier. Warte mal, vielleicht kann ich ihn einladen. Warte mal. Ja, ich muss ja mal warten, bis er mir hier was anderes anzeigt. Ich hab schön viel blauen Leichenwagen, das ist auch interessant. Ich hab mal eine Einladung schneller gemacht. Jojo. Kannst du Renntyp rennen auf GTA, Mike? Also Punkt zu Punkt GTA? Das ist ja mit Raketen, Alter. Ups. Wenn ich mit Mike. Wenn du jetzt nicht reinkommst, fahre ich mit Mike die Runde und lade dich zur nächsten Runde wieder mit ein. Jo, dann gehe ich auf Klo so lange. Aber ich denke mal, warte mal, ich habe eine Einladung bekommen, ich guck mal. Da hat man nicht mehr, ich gehe auch mal auf Klo. 30 nee. Sekunden habt ihr noch. Komm ich leider nicht rein. Dann lad mich zunächst. Warte mal. Hast du eine Einladung von mir gekriegt? Ja, die habe ich auch angenommen. Mal gucken, was er jetzt macht. Er ladet gerade. Ah, da bist du doch. Na, geht doch. Boah, das halt mir einfach gleich auf 9 Kilometer, Alter. Nach dem nächsten Rennen gehe ich erstmal auf Klo. Nee, ich glaube, ich bin raus. Ich stehe irgendwo auf dem Dach. Ich geh mal auf Klo. Hippie! Ja. Beigetreten, Heiko! Hä? Da steht beigetreten. Ich hab meinen Bruder rausgeschmissen bei Facebook.
Ihm? Mein Bruder, ich krieg hier gerade einen Freundschaftsvorschlag. Wie viele Sekunden habe ich noch? Hast du ihn rausgeschmissen? Keine Ahnung. Weißt du nicht, warum du ihn rausgeschmissen hast? Nö. Wie viele Sekunden? Eine Logik, Mike. Wie viele Sekunden habe ich noch? Da steht, warte auf Starten. Gut. Auf Start warten. Dreht sich das? Ladet das oder was? Ja. Ja, Frank. Ja, ja, sehr gut. Dann geh schnell. Wie? Dann startet das ja gleich. Dann warte ich am Start. Ich muss mir mal noch ein Auto suchen, das ist gemein. Scheißegal, ich will lieber. Jetzt hast du von dem Bruder dann nur ein F-Angebot oder was? Ja, so ein Vorschlag, ja. Okay. Boah, ignoriert. Ihr konnt, wa? Mhm. Wird so ständig Britta angezeigt. Ach, mir werden so viele Typen angezeigt und Weiber und was ich gar nichts zu tun habe. Aber komischerweise kein Vakuum. Kommt noch. Hm. Wer weiß. So, ich bin dann mal wieder dran. Oh, oh, oh. Mann, ist das schon wieder eklig, Alter. Passiert hier noch was? Wir warten auf Heiko. Ja, ja, steht tritt bei, aber wenn du auf Freunde gehst, steht beigetreten. Bei mir steht immer Fehler. Warte mal. Kannst du Spiele einladen, Heiko? Mike? Also das, was ich von dir bekommen habe, steht bei mir Fehler, kann ich nicht. Ja, warte mal. Kannst du Spiele einladen, Mike? Nein, weil Heiko mein Freundesangebot nicht angenommen hat. Brauche doch nicht, du kannst unter letzte Jobs muss doch bei dir sein, denn. Nein. Rauskicken? Ja, sonst fängt das hier nicht an. Nee, warte mal, warte. Wie nehme ich ihn denn an? Warte mal, da gehe ich doch auf Club Story, ne? Und dann? Du musst P1 drücken, Position 1. Dann geht Rockstar Social Club auf. So, nee, so, warte mal, was muss ich jetzt drücken? Position 1. Da müsste eine Anfrage sein. Der Sohn. Oh Jungs, ich bin raus. Tschüss. Tschüss. User disconnected from your channel. Du sind einzeln, dann gehst du oben auf Sozial. Müsste da eine Anfrage sein, eine Spieler-Einladung. Ich habe eine Einladung gehabt. Die Freundesanfrage muss bei dir eine einzelne sein.
Rein theoretisch müsste ich die angenommen haben. Boah. Wenn das der Mike war, dann habe ich das richtig angenommen. Mike ist ja auch groß, da könnte ich normalerweise auch kicken. Angenommen habe ich aber auf jeden Fall. Ich hab dir auch geschickt. Nur eine Einladung, was von Mike. Komischerweise ist ja auch bei mir, steht ja auch an der Seite, hast du auch immer das Bild von euch, also von den Mitspielern. Ja. Da steht Heiko Level 0, die ganzen Fähigkeiten auf 0 und Crew-Rang auch 0. Ja, bei mir zählt der komplett Fehler an. Okay. Ich mach mal eine neue Sitzung, mal gucken, ob sich das denn ändert. Weil bei mir zeigt, bei ja, mir zeigt mach, der immer Fehler. Sag du mal deine Sitzung neu, ich fahr mit Mike das Rennen nicht mehr. Alles klar. Im nächsten Rennen bist du wieder bei. Gut, weil das Problem ist, bei mir zeigt der immer Fehler an. Auch von Mike das zeigt immer auch Fehler an. Du Frank, kann man ein niedriger Auto umbauen auf Benzin, bist du da auch genommen. Da brauchte ich nur einen anderen Verbrennungsmotor. Warum hast du gerade gebremst? Ich hab nicht gebremst, du bist mir reingefahren. Oh, nicht Frank. Eigentlich schon, ja. Ja? Hm, muss ich mal gucken. Hey Frank. Speed genommen? Ey, Frank, kannst du dir vorstellen, ich habe letztens Rennen gefahren mit dem Pocketbike. Wir haben schon lustig ausgesehen. Ja, sehr lustig. Und er mit dem Kinderquad. War total geil. Alter, warum fährt ihr nicht im Bus jetzt rum? Boah, ist ja mit Fahndungslevel, was ist hier los? Ja, Mike, jetzt ist gefährlich. Ich glaube, Polizei ist immer gefährlich. Ja, Frank, wir brauchen einen vierten Mann hier. Kannst du nicht hier die junge Frau Bescheid sagen? Irgendwas ist immer auch mal zocken. Da hätten wir ja schon vier Mann für den Flieger. Ihr Rechner schafft das nicht. Warum hast du hier noch keinen neuen aufgebaut? Das ist deiner. Ah, alles klar, gut. Das ist ein alter gewesen. Frank, warum sagst du ja nichts? Dann hätten wir mal vernünftiges fertig gemacht. Ach nee, traust du ja nicht in der Neustadt, ne? Du! Frankie, hast du irgendwann mal Platz mal so für eine Nacht oder so? Würde ich auch mal besuchen kommen, aber ich auch magst nicht. Ja. Du hässlicher Drecksau. Hat mir leider nichts gebracht, Alter. Ich bin gefallen. Hast du eine Pension in der Nähe oder sowas? Nee. Wo man nicht so viel Geld ausgibt? Aber der wohnt ja irgendwie gut da in Berlin, Alter. Er muss ja irgendwo eine Kneipe da haben. Die ist ein Müll, Alter. Oh, der hat mir den Schlüssel geklaut, die Sau. Was ist das für ein Schlüssel? Eine Autoreparation. Kannst du Autoreparation machen. Echt? Ja, Mann. Frank, du meinst, Frank spielt immer heimlich, wenn wir nicht da sind. Hä? Ich sag, Frank spielt immer, wenn wir nicht da sind.
Okay, jetzt hast du fast gewonnen. Hä? Bei diesem guck mal einen Punkt da, Alter. Ah, Frank wieder gescheatet. Wenn der Scheiße läuft, darf ich nur einholen. Dann kriegt ihr aber ohne einen anderen zu rennen, wa? Die hattest du vorher auch schon gerade, obwohl du kein Spiel gespielt hast. Ich sag ja noch Schwerin, ne? Da hast du auch viele Bohnen gehabt, ne? Und die hattest du auch als Freunde gehabt. Ich hab hier auch gerade einen Lauf. Also, der Lauf ist jetzt schon wieder vorbei. Oh mein Gott, das ist ein Ziel hier. Komm, geh weg, Junge. Heiko wieder einladen, wa? Ja, bei mir, ne, ich habe immer noch dieses rote Ladebild da. Hattest du? Na, das Ladebild da, dass ich endlich mal dahin komme, wo ich hin will, schon seit, keine Ahnung, wie lange. Du hättest das Spiel neu starten müssen. Wenn das so lange dauert, Spiel neu starten. Oh, toll, ey. Oh, Schatz. Geht ja auch. Eigentlich braucht er das Spiel nicht neu starten, oder? Ihr wollt weiterspielen. Wieso willst du aufhören? Oh, ich hab keinen Bock mehr. Ja, den hören wir auf, das spielen morgen weiter, oder was? Könnten wir ja noch machen. Frank, wann stehst du auf? Um 4 oder was? Ich hab Frühschicht morgen. Wie Frühschicht? Wann geht die Frühschicht? Bis wann? 11 bis 18 Uhr. Also vor 20 Uhr ist er nicht da. Ja, weil er noch